Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, jetzt wieder ein bisschen kürzer leider. Man merkt, ich habe wieder ein bisschen Stress gehabt und Timing war ein bisschen blöd bei mir. Ich hoffe, dass sich das jetzt alles langsam sich bessert. Wir lassen gleich mal das Spiel loslaufen. Aber ich kann hier leider nichts versprechen in dem Fall leider. So, schauen wir, was er noch hier zu baggern hat. Ich glaube eh nicht mehr viel. Ja, nee, wie gesagt, Ro hat mir auch wieder einen sehr langen Text, vor allem über die nächsten Schritte geschrieben, über die neuen LKWs und auch, dass halt diese Lichtbogenöfen für Quarz zum Beispiel 750 kW brauchen, was wir halt absolut null unterstützen aktuell. Bedeutet, ich glaube, der nächste Schritt ist eher doch ein bisschen langsamer zu gehen. Vielleicht gar nicht mal so schlecht, vielleicht erstmal ein bisschen ruhiger angehen, das ganze Zeugs hier, ne? Und dann schauen, wie man weitermacht. Wir werden jetzt aber auf jeden Fall als nächstes, nachdem wir das jetzt hier fertig gemacht haben, die nächste Stufe angehen und die ganze Mine noch vertiefen. Auf minus 2 hier runter, weil wir sind auf minus 4 unten. Wait, nope, so breit. Dann können wir nicht runterbaggern anfangen. Wir geben das Ganze hier auch mal so aus. Zack. Wo bleiben die Fahrzeuge von den Freunden? Oder sind wir halt schon so bummvoll? Ich glaube nicht. Ich glaube, die müssen das ganze Zeug noch halt abliefern fahren die ganze Zeit. Das dauert natürlich auch wieder. Wie schaut es mit unserer Mine hier aus? Füllt sich gut mit Erde. Da sind wir auf einem guten Weg. Hier sind sie auch fleißig am Baggern, wie es ausschaut. Und die Eisenmine macht auch wieder Profit. Die tut sich jetzt hier schön durch den Berg wieder durchbaggern. Gut, dann werden wir aber weiter mal an den ganzen Prozess machen, den wir eigentlich mal begonnen haben vor langer Zeit. Und zwar der Umbauarbeiten. Genau, wir waren hier letztes Mal hier, jetzt weiß ich wieder, wo wir waren, und haben das neue System hier einbauen wollen. Und ich würde sagen, das setzen wir jetzt auch mal um. Einfach, um auch wieder ein bisschen Platz zu schaffen, denke ich, ist es gar nicht schlecht, wenn wir es einfach hier ungefähr hinsetzen würden. Bedeutet, wir werden... Kommt hier irgendwie überhaupt ein LKW hin? Ich glaube nicht mal, ne? Als erstes kappen wir mal hier die Verbindung. Das ist halt jetzt so eine Sache, wenn ich hier drin was abbaue, muss ich immer Spezialsysteme nehmen, weil einfach alles doch ein bisschen knapp ist. Das ist wiederum ein Nachteil zum Beispiel in dem engen Bauen. Die LKWs kommen irgendwann einfach nicht mehr hin. Bedeutet, entweder ich müsste umbauen oder, ja, ich müsste umbauen. Also ich könnte zum Beispiel wahrscheinlich, wenn wir es jetzt hier anschauen, das so umsetzen, dass ich hier drüben eine Brücke baue und das rüberbringe und den Tank genauso rübersetze. Und die ganzen Fuhren und das dann auf eine Höhe bringen, dass der LKW unten durchkommt. Das wäre eine Möglichkeit zum Beispiel. Aber ergibt ja auch nicht wirklich Sinn. Tankstelle hat 2, hat keinen Treibstoff mehr. Ich habe hier eigentlich einen Import gesetzt. Ich weiß nicht, ob sie es gecheckt haben. Kann natürlich sein, dass es ein bisschen dauert, bis sie die Lieferung hinkriegen. Das könnte so eine Sache sein. Ja, jetzt ist wieder der Hebel zum Auftanken da. Wir tun es mal auf die Hälfte stellen. Dann sollte das hier fürs Erste passen. Die baggern sich schön nach unten jetzt langsam. Das wird natürlich auch dauern. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber ich denke, dann haben wir eine gute Tiefe erreicht und sind mit den Baggern auch soweit ready, dass wir hier gut durchkommen. Aktuell ist die Kupfermine natürlich deaktiviert. Ihr habt euch hier ganz gut durchgesetzt und... Oh. Ich glaube, eine meiner Mauern ist eingebrochen. Oder habe ich die vergessen gehabt? Nee, ich glaube, die ist original eingebrochen. Gelände zu niedrig. Eie, also müsste es ungefähr so sein. Okay, Schädel mit Dusel. Wie weit habe ich euch zum Abbaggern geschickt? Nur so weit, okay.
Weil aktuell sind wir noch geschützt, aber das könnte sich, wenn es blöd läuft, ändern. Gut, dann schauen wir uns doch mal das Ganze hier nochmal an. Hier läuft es, genau. Nee, ich wollte echt zurück hier rein. Verwirrung pur. So, jetzt ist aktuell wahrscheinlich der komplett überdenkt sich, sowas geht jetzt ab. Ja, du wirst jetzt gefördert. Als nächstes Abriss von allen Sachen, die sich hier drin befinden. Zuläufe weg. Und ich denke mal, ich kann das alles so positiv bestärken, um es automatisch laufen zu lassen. Perfekt. Und zack, ist weg, ist das Ganze. Dann nehmen wir unseren kleinen neuen Freund hier, den wir hier gemacht haben. Warte mal, wir setzen noch den ganzen anderen Teil weg, den ich hier gebaut habe. Der noch von früher existiert. Die ganzen verschiedenen Anschlüsse gehen mal weg. Wir verbinden, also wir tun halt wirklich alles abbauen, was jetzt irgendwie aktuell damit zu tun hat. Obwohl, ich glaube, dich können wir soweit lassen. Wir müssen natürlich jetzt hier sagen, zack, zack, zack. Weg damit, so gut wie es geht. Perfekt. Und jetzt halt können wir uns ums Eisen wieder kümmern, indem wir hier mit Kopieren hingehen. Das auswählen. Verdammt, falsche Taste. Kopieren. Rotate. Ich kann sogar das spiegeln. Okay, das dreht sich dann aber nur. Schade. Ich hätte jetzt ehrlich erwartet, obwohl, nee. Aha, das dreht sich echt, lol. Finde ich ja mega cool. Wait. Kann ich den Anschluss? Das ist wahrscheinlich so ein standardflaches Förderband, ne? Ein U-förmiges Förderband. So anschließen, genau. Und dann mache ich ein U-förmiges Förderband nach hier drüben. Da gab es doch die Taste STG normalerweise. Die es nicht annimmt, okay. Nice, dann bauen wir nicht den Teil jetzt ab. Errichten den Teil. Bauen den Teil ab. Dann habe ich das Ganze ein bisschen rüber bewegt und habe rein theoretisch für das noch ein bisschen mehr Platz. Haha! Geil! Das ist echt wie ein bisschen Monopoly oder sowas in der Art. Schau mal, wie weit ich jetzt rüber kann. Nice! Ja, mega geil! Dann wird hier die Rinne jetzt angesetzt und abgesteckt. Zack. Und dann nehmen wir unsere Power, um das Ganze in Bewegung zu setzen. Und machen dann hier ein flaches Förderband 2. Na, dann nehmen wir den da drüben, damit es gerade bleibt. Zack. Der dann den Anschluss hier verwendet. Zu wenig Workers? Bitte was? Okay, das war kurzzeitige Verirrung, wie es scheint. Aber jetzt sind sie schon wieder fein am Arbeiten. Schau dir das an. Es funktioniert halt echt geil.
Und rein theoretisch, wenn ich richtig schlau gewesen wäre, hätte ich die beiden umgedreht, das komplett gleich gebaut wie die Seite. Was ich rein theoretisch sogar noch machen könnte. Und dann baue ich die andere Seite umgedreht und kann die wieder ein bisschen ineinander bewegen. Ha. Obwohl, wait, allein schon wenn ich das reinbewege, sollte genau der Effekt passieren, oder? Naja, aber fürs Erste reicht's ja. Das Band ist eh halb voll. Naja, na gut. Ich find's gut. Es läuft auch gut. Und wie scheint, kriegen alle auch genügend Treibstoff. Ich bin gerade beim Überlegen. Damit wir nicht diese externen Lager haben müssen, hätten wir natürlich jetzt hier hinten einen Zugang sozusagen, ne? Das ist jetzt relativ unwichtig, das könnte ich auf einen noch mergen. Was ich wahrscheinlich auch machen werde, dass ich hier einen Teiler einbaue und die dann alle anstecke und dann geht das hier mit einem Band rein, das sollte komplett ausreichen. Aber wenn ich dann zum Beispiel eine Bridge einbaue, eine kleine, oh, ja, wenn, dann wird es ganz, ganz eng, nur. Also die sind halt ein bisschen zu groß. Rein theoretisch könnte ich es natürlich umdrehen. Und dann müsste ich irgendwie schauen, dass ich das hier so ein bisschen noch aufteile, dass ich zum Beispiel das woanders hinführe. Na, ich könnte natürlich das dann hier auch hinsetzen. Ah, der eigentliche Plan war, dass jetzt hier extra am Kupfer dran ist, ne? Wo führt der jetzt mittlerweile hin? Ach, das führt jetzt hier noch in die Produktion mit rein, ne? Die brauchen das mittlerweile auch für das Mischglas. Ah, da war der Fehler, da war der Fehler. Ich sehe schon, ich sehe schon. Naja, aber trotzdem, rein theoretisch, selbst wenn ich es hier irgendwo reinpacken könnte, dann das ein bisschen hoch bewege, hätten wir hier eine Durchfahrt erzeugt. Das Kupfer würde das wahrscheinlich auch unterstützen. Müsste man echt überlegen. Echt eine Überlegung wert, ne? Einfach, um wieder eine Einfahrt zu machen. Aber später wird es eh wieder bummvoll, was rede ich? Also ich werde ja nicht hier diesen wertvollen Platz, da kostet jeder Platz 1000 Euro pro Quadratmeter. Stellt euch das vor, eine Wohnung da, absolut teuer. Nee, aber im Ernst, das ist halt irgendwie doch, also entweder ich brück den ganzen Bereich ein bisschen rein. Wait. Ihr seid ja nicht nur dafür. Ihr seid auch für geschmolzenes Kupfer da. So. Kann ich die ganze Anlage verkleinern anfangen? Gekühlte Gießerei, Kupfer. Genau, mit Säure hat es einen höheren Umsatzwert gehabt. Deswegen haben wir das gemacht. Nee, aber da gibt es noch nichts. Aber außer für die hier. Bedeutet, ich könnte zum Beispiel zwei machen und umstellen. Dann könnte ich das hier so rüberfließen lassen. Oh, ich muss noch Eisen wieder nachbauen. Wait. Ah. Wäre es denn nicht schlau, dass hier irgendwo... Ach nee, das habe ich... Hier habe ich eine eichenfreie Straße freigelassen. Ja, da war was. So, flaches Förderband. Mein liebes flaches Förderband, schaffst du es irgendwo dahin? Lol. Ha lol, das passt sogar noch da oben drüber. Why not? Also wir schauen uns mal an, wie gut das funktioniert. Aber fürs Erste finde ich das die geilste Idee ever. Dann können wir den Teil wieder rausschneiden. Dann machen wir einfach Schnipp.
schneiden den Teil raus. Wir haben einen eigenen Anschluss fürs Eisen. Obwohl Eisen auch gerade echt Mangelware ist irgendwie. Okay, ich will jetzt einfach mal probieren. Einfach vor The Lolz. Die Teile austauschen und für geschmolzene... Ich habe gesagt, raus mit dir. Weg mit dir. Für geschmolzene Elemente, das hier einfügen. Ich habe ja, glaube ich, noch relativ viel Stahl rein, oder? Ja. Kommt das mir jetzt schneller vor oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich kann jetzt trotzdem sagen, gib auf Eisen mal fürs erste Priorität. Das sollte sich eh relativ schnell dann auflösen anfangen. Schauen wir mal, jetzt steht der erste schon. Ah, es geht ja auch relativ schnell, dass das sagt, okay, nope, ist noch... Jetzt geht der Strafen gerade durch. Bin gespannt, ob wir sozusagen dann komplett die Kupfer oder die anderen Leitungen verlieren. Would be interesting to know. Aber es schaut so aus, als ob er halt irgendwann doch voll die Ladung kriegt. Aber aktuell geht es immer noch. Da ist mal ein Stückchen. Ja, jetzt ist wieder. Jetzt muss er nachfüllen. Hat jetzt irgendwie... Ich würde gerne mal wissen, wann jetzt... Ne, ich glaube, der wird jetzt halt durchproduzieren, bis Eisen wirklich dauerhaft da ist. Ne, jetzt. Oh, schau. Das war es auch schon. Das ging schnell vorbei. Jetzt machen wir wieder so eine Schlange. Wie viel Eisen ist hier mittlerweile drin? Null. Also es ist halt wahrscheinlich auch, weil es einfach sich dauernd bewegt. Ist aber die doppelte Produktion, richtig? Richtig. Also wir arbeiten hier schon mit höheren Maßnahmen wie davor. Wir stellen mal wieder auf Priorität aus hier. Bin auch gerade beim Überlegen. Rein theoretisch kann ich ja... Es ist zwar komplett bescheuert, aber dann würde ich mit den hier sparen und könnte es so ein bisschen steuern. Wir machen die mal raus wieder. Wir tun auch mal die komplette Steuerung hier raussetzen. Das komplette in der Mitte nochmal raus. Ihr werdet mich jetzt dann für komplett bescheuert halten, aber das ist mir sowas von egal. Ich bin gespannt, was Robo dazu sagen wird. So, Anschluss hier dran. Bin gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Das ist so die nächste Sache. Kann ich hier und dann direkt so? Da müsste ja rein theoretisch das funktionieren, ne? Und dann das, das. Oh, jetzt haben sie es hingekriegt. Genau, damit ich es auswählen wollte. Ja, das schaut bescheuert aus, aber meine Idee ist, dass ich so ein bisschen steuern kann, dass bestimmte Maschinen immer mehr kriegen. Also, dass ich zum Beispiel sage, an dem Ausgang, die zwei kriegen jetzt Priorität. Die zwei Abteilungen sollen als erstes beladen werden, bevor irgendjemand anders beladen wird. Es werden immer mindestens eine Stahlfabrik und zwei Eisenfabriken befeuert. Und danach, wenn sich ausgeglichen hat alles, dann erst werden die anderen befeuert. Einfach damit immer ein paar wenigstens laufen, weißt du? Besser wie gar nichts von einer Seite. So stelle ich es mir halt vor. Klar, hier laufen jetzt zwei mehr. Aber dann sollte hoffentlich auch irgendwann mal dann der eine sagen, nope, vorbei und fertig ist es. Die Frage ist, ob wir dann nicht das sogar besser machen sollten. Und die Flussrate hier rein verdoppeln, weil aktuell haben wir nur eine gleich simple Flussrate. Und wenn wir es aufteilen von den
5 Stück, die wir haben, dann sollten wir eine bessere Flussrate kriegen, oder? Bitte, wir nehmen flache Förderband hier mal raus. Weil ich glaube, das ist das Hauptproblem aktuell. Dass die Flussrate nicht so ganz passt. Mir wurscht, wie es macht. Hauptsache, es funktioniert am Ende. Gut. Dann koppeln wir... Tun wir sie da abkoppeln? Sagen wir mal, die mit dem längeren Förderband werden zu 2 gemacht. Und die anderen werden dann einfach umgedreht und zu 2 gemacht. Sollte ja relativ gut funktionieren, wenn ich jetzt hier die Umstellung so mache. Zack. Richtung ändern und hier auch Richtung ändern. Und dann nehme ich hier den Anschluss, den ich schon habe. Und setze den hier hin. So. Dann haben wir 2 Zuflüsse. Und ich baue im mittleren noch einen. Aber jetzt zum Beispiel fließen ja 2 Ströme. Ja, jetzt tun sich die 2 voll befüllen. Genau wie so eigentlich der Plan war. Klar, jetzt wird irgendwann hoffentlich mal so ein Backlog dann entstehen. Aber rein theoretisch, ja, jetzt fängt er schon an, die anderen zu befüllen. Bedeutet, es war einfach die Flussgeschwindigkeit, die ich erzeugt habe. Ich muss auch ein bisschen auf die Flussgeschwindigkeit und Flussdurchrate noch ein bisschen mehr achten. Vor allem bei jetzt sowas wie hier. Oder ich teile halt wirklich auf, wer was kriegt. Bisschen blöd, aber wäre auch eine Möglichkeit, das zu machen am Ende, ne? Aber jetzt läuft's. Jetzt hat auch das hier befüllt. Bedeutet, wir sollten hier auch langsam Backlog kriegen. Geil. War vielleicht ein bisschen übertrieben für nichts, aber dadurch, denke ich, lernt man auch so ein bisschen heraus, wie man es machen sollte. Zum Beispiel könnte man in Zukunft sagen, man hat 2 Zuflüsse mit jeweils 3 dran stecken zum Beispiel und dann gehen zu jeweils so einem 2 Ausgänge und zu so einer Anlage nochmal 2 Ausgänge, die sich dann nochmal verteilen. Da hat man einfach eine doppelte Flussrate erzeugt, ne? Na gut, Leute, aber ich würde sagen, wir haben ein bisschen was geschafft. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir uns dann wahrscheinlich wieder um verschiedenste Sachen kümmern. Vor allem diese Lücke irgendwie zu füllen, vielleicht jetzt ein bisschen aufzuschieben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die Kupferproduktion ein bisschen anpassen von der Räumlichkeit her, dass wir das ein bisschen drehen und vielleicht hier reinsetzen. Dann ist der Raum wieder frei und dann könnte man das Ganze nach innen schieben. Also ich denke, wir können hier noch ein bisschen optimieren jetzt anfangen, vor allem mit der hohen Produktionsrate. Die Frage ist aber eher, das könnt ihr mir mal schreiben, obwohl ich glaube, bis dahin habe ich schon verändert, ob ich hier bestimmt noch mehr brauche. Aber ich denke mal, obwohl ich denke, da kommen in Zukunft bessere Öfen einfach noch in Einsatz, die dann die Leistung wieder erhöhen. Bedeutet, ich denke schon, dass wir das alles verrücken können und dann dadurch was Besseres erzeugen, weil zum Beispiel könnten wir sagen, wir schieben das Eisen hier rein, gehen dann hier hoch für die Produktion, tun hier Lagerstätten hinbauen und das dann hier anschließen und direkt runterfahren, Brücke drüber und dann kommst du überall hin. Aber ja, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.